Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und spannende Frage. Ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt, um wieder Puts zu verkaufen? Ja, ihr wisst es, die Märkte sind ganz, ganz schön runtergedonnert. Die Volatilität ist hoch, alle Ampeln sind auf Rot. Sollen wir jetzt schon wieder Puts verkaufen? Wir reden drüber, jetzt hier im Video. Okay, Also diese Woche, ne? Die Märkte sind wirklich ziemlich eingebrochen und ich glaube, jeder ist froh, wenn er diese Woche keine Short Puts im Markt hatte, bis vielleicht auf ein paar Ausnahmen, vielleicht auf eine Tesla oder auf eine Twitter oder sowas. Aber ansonsten war natürlich jeder gut beraten, wenn er keine Puts im Markt hatte. Und ich habe es auch schon mal live gesagt auf Instagram, auf Facebook, ich glaube am Donnerstag früh war das, dass natürlich, wer das System Short Puts richtig anwendet, und dazu gehört auch unter anderem eine Morgenroutine, die man macht, und nicht nur sagen, ich verkaufe halt immer Puts, ne? Aber wer die Morgenroutine gemacht hat, der hat schon 14 Tage vorher die Warnsignale bekommen, wir sind vollkommen raus aus Short Puts, schon seit 2 Wochen haben da überhaupt nichts gemacht. Das heißt, wir können dem Ganzen, was jetzt hier passiert, oder konnten dem auch wirklich völlig entspannt zuschauen. So, stellt sich natürlich die Frage, soll man schon wieder Short Puts verkaufen? Mein Vola ist ja hoch, macht das Sinn? Und jetzt muss man, glaube ich, hier 2 Dinge ganz, ganz klar unterscheiden. Und zwar zum einen, Short Put ist nicht gleich Short Put. Und damit meine ich jetzt nicht, ob du jetzt halt jetzt Tesla hattest, was sehr gute Zahlen gebracht hat und nach oben ging, oder ob du vielleicht einen Short Put auf AT&T hattest, die ganz schlechte Zahlen gebracht haben und abgestraft wurden mit dem gesamten Markt. Sondern es geht eher so darum, warum schreibst du überhaupt Short Puts? Du kannst ja Short Puts aus 2 Gründen schreiben. Der erste, und das ist das, was die meisten auch kennen, das ist natürlich das, was wir als Short Put System bezeichnen. Das heißt also, du suchst dir Märkte, die steigen. Okay, haben wir jetzt aktuell nicht. Suchst du starke Aktien und verkaufst darauf Puts, um die Prämien zu vereinnahmen. Und das andere System, das sind ja die sogenannten Cash-Secured Puts. Das heißt, du verkaufst Put-Optionen, um eine Prämie zu vereinnahmen. Aber sollte das nicht aufgehen, weil der Preis gegen dich läuft, ne? Dann kannst du zwar die Prämie behalten, aber es läuft da trotzdem gegen dich. Du machst Verluste und bekommst vielleicht am Ende sogar die Aktie angedient. Aber genau das ist bei Cash Secured Puts der Plan B. Das heißt, dann lässt du dir eben im Zweifelsfalle auch gern diese Aktien andienen. Also das sind so die beiden klassischen Short-Put-Systeme. Einmal nur wegen der Prämie und du willst eigentlich, dass die Aktien nach oben weggehen. Und zum anderen, wo du sagst, okay, ich will die Prämie, aber wenn die Aktien fallen, na gut, dann nehme ich sie in mein Langfristdepot. Und wenn wir jetzt nochmal die Frage uns anschauen, lohnt es sich jetzt schon wieder Short Puts zu schreiben? Dann muss man ganz klar sagen, und wie es sich lohnt, jetzt schon wieder Short Puts zu schreiben, aber, und das ist jetzt das Aber, nach welcher Strategie? Short Put System? Niemals. Ne? Dafür sehen die Märkte einfach noch viel zu schlecht aus. Da müsste also wirklich, ich nehme das Video jetzt hier am Donnerstag auf. Das heißt, da müsste wirklich am Donnerstag, Freitag noch richtig was passieren. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Video seht und der Markt ist brutalst hochgekauft worden am Donnerstag, Freitag und das ist der Tiefpunkt, ja, dann könnt ihr jetzt auch wieder das Short-Put-System anwenden. Aber ansonsten, was ich nicht so richtig erwarte, wenn es weiter nach unten gegangen ist oder seitwärts gegangen ist, nein, dann ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ne? Dann ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um da etwas zu machen. Dann solltet ihr weiter die Finger ruhig halten und einfach warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt. So, wie ist jetzt aber mit dem Cash Secured Put System? Und hier kann man, das ist meine Überzeugung, durchaus jetzt schon wieder vereinzelt in den Markt hineingehen, weil, überlegt mal, wer nutzt ein Cash Secured Put System? Das heißt also, wer nutzt denn das, Puts zu schreiben, um im Zweifelsfall auch die Aktien billiger zu bekommen? Das sind ja keine kurzfristigen Trader, sondern das sind ja Langfristinvestoren. Ne? Also ich in mein Langfristdepot sage, hey, da gibt es Aktien, die kann ich vielleicht jetzt gerade günstiger einkaufen als noch vor einem Monat. Also wir müssen ja sehen, es gibt ja Aktien, die teilweise 20%, 25%, 30% billiger sind als noch vor einigen Monaten. Und natürlich, das Risiko ist durchaus vorhanden, dass die auch nochmal 20% fallen. Ne? Weil, kann ja immer mal passieren, das weiß doch keiner. Aber
wenn wir langfristig an der Börse Erfolg haben wollen, dann müssen wir was machen? Richtig, wir müssen in Schwächephasen kaufen. Und wir haben aktuell so eine Schwächephase. Wir wissen nicht, ob wir da schon sehr weit am Boden sind oder ob es noch ein halbes Jahr weitergeht. Aber wir können definitiv jetzt schon günstiger Aktien kaufen als vor einigen Tagen oder Wochen oder bei manchen Aktien sogar schon vor Monaten. Und deswegen lohnt es sich aus meiner Sicht heraus, definitiv dieses Cash-Secured-Put-System jetzt schon zu nutzen. Man muss da jetzt noch nicht volle Breitseite in den Markt gehen, aber vereinzelt kann man das machen. Wir haben beispielsweise auch eins gemacht, wir haben neben den klassischen Abstauber-Limits, wo wir gesagt haben, okay, wenn die Aktie mal da fällt, dann kaufen wir ein paar. Und wenn sie nochmal fällt, dann kaufen wir nochmal ein paar. Also klassische Limits in den Markt zu legen, haben wir natürlich auch an für uns spannenden Leveln in Aktien diese Puts geschrieben. Und wir haben sogar noch eine dritte Variante gemacht. Wir haben sogar gesagt, okay, das wäre ein spannendes Level für uns, wo wir eine Aktie kaufen würden. Und der Put, ja, der könnte auch wahrscheinlich noch ein bisschen teurer werden. Und dann haben wir Limits für die Puts reingelegt. Ne? Also zum Beispiel sagst, mach ich mal ein Beispiel, du hast einen, Apple war bei 220 und jetzt sagst du dir, hey, würde ich die gerne bei 150 kaufen wollen? Definitiv. Also schreibe ich einen Put bei 150 und wenn der Put mir aber jetzt noch zu billig ist, dann lege ich halt ein Limit rein, sagen wir mal, der kostet jetzt, was weiß ich, einen Dollar und du sagst, okay, wenn der auf 2 Dollar geht, dieser Put, dann schreibe ich ihn, also dann verkaufe ich ihn. Das heißt, du legst einfach ein Limit in den Markt. Ne? Und deswegen ist das momentan aus meiner Sicht heraus eine super Zeit, um sich mit dem Thema Cash Secured Puts zu beschäftigen, weil besser werden noch die Gelegenheiten nicht. Ihr wisst doch, was sind wir denn? Wir sind als Verkäufer von Optionen quasi der Versicherer. So. Und natürlich kannst du die ganze Zeit verkaufen, wenn die Volatilität niedrig ist, wenn du ein gutes Risikomanagement hast, so wie wir es mit der Morgenroutine hatten. Aber am meisten Geld kannst du doch verdienen, wenn die Prämien richtig hoch sind. Das heißt, wenn die ganzen Häuser schon brennen oder wenn es überall so ein bisschen brennt und du sagst, hey, jetzt verkaufe ich aber Brandversicherungen, weil dann kannst du richtig Geld dafür verlangen. Und das können wir momentan. Wir kriegen unheimlich hohe Prämien momentan. Es wäre ein Traum, wenn es immer so wäre wie jetzt, ne? Und da muss man einfach sagen, ja, es gibt Risiken im Markt, aber mit einem vernünftigen Money Management, mit einem vernünftigen Risikomanagement, mit einer geeigneten Auswahl der Instrumente, kannst du jetzt sehr, sehr schöne langfristige Profite aus dem Verkauf von Cash Secured Puts ziehen. Und wenn, wenn ihr euch noch nie mit dem Thema Cash Secured Put beschäftigt habt, dann macht das bitte, weil es ist eine wahnsinnig lohnenswerte Strategie. Ich habe dafür zwei Tipps für euch. Tipp Nummer 1. Geh hier oben, oberhalb des Videos, gibt es eine Suchfunktion. Gib einfach ein Optionsstrategien, Cash Secured Puts. Habe ich etliche Videos schon dazu gemacht. Das heißt, da findest du auch den einen oder anderen Tipp. Und wenn du allerdings sagst, okay, ich möchte davon, ich möchte gleich richtig lernen, gibt es einen anderen Tipp. Da gehst du hier unter das Video und da ist ein Link drin zu unserer neuen Online-Ausbildung, Optionshandel für kleine Konten. Und da haben wir erstmals auch das Thema Cash Secured Put ausführlich mit behandelt, mit vielen einzelnen Lektionen. Wie suchen wir Aktien raus? Welche Aktien nehmen wir? Und das auch nochmal die Morgenroutine erklärt und vieles andere auch. Das heißt, schau dir das an. Vielleicht ist das das Richtige für dich mit dabei. Okay? So, also ich hoffe, du nimmst aus diesem Video mit, dass der Verkauf von Puts nicht der Verkauf von Puts ist. Das sind unterschiedliche Geschichten. Man muss es nach dem System auseinanderhalten. Geht es nur um Prämie oder geht es auch darum, vielleicht die Aktien günstig einzusammeln? Die zweite Variante, Cash Secured Put, ist momentan eine spannende Phase. Da kann man einiges machen, wenn man weiß, wie es geht. Und dritte Learning, du kannst es alles lernen. Ne? Das ist alles keine Raketenwissenschaft. Deswegen nutze auch jetzt diese Zeit, wo du vielleicht an der Seitenlinie stehst, wo du dir vielleicht unsicher bist. Lerne etwas, weil wenn jetzt der Punkt ist, wo du unsicher bist, dann heißt es ja nichts anderes wie, du hast dann noch Wissenslücken. Und wenn du diese Wissenslücken nicht füllst, dann wirst du entweder Geld verlieren oder aber du sagst, ich handle gar nicht mehr, dann verdienst du kein Geld. Also das heißt, du musst irgendetwas tun und du kannst es mit mir machen, du kannst es mit anderen machen, egal, aber lerne auf jeden Fall was. Okay? In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Passt auf euer Geld auf. Spannende Zeiten, wilde Zeiten, aber wie gesagt auch langfristig betrachtet hochprofitable Zeiten. In diesem Sinne, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.